Damn. Yeah. Hallöchen zu einem neuen Video. Heute geht's, wie ihr schon gelesen habt, um den Lozi Nightcrawler 2.0. Hierfür nochmal riesen Dank an Nathan, der mir das ermöglicht hat. Cooles Teil. Gefahren bin ich ihn nur in der Wohnung bis jetzt. Da hat er mir schon sehr gut gefallen. Und naja, heute will ich euch mal ein bisschen was dazu sagen, zeigen. Funke, ganz normales Spektrum, DX2E, Horizon typisch. Ne? Ja, solide kleine RTR-Funke. Tut ihren Job, für Crawler vollkommen ausreichend. Bei schnelleren Autos kann ich euch nicht sagen, wie es mit der Reichweite aussieht, aber für Crawler und Scaler eine solide Funke. Man kann alles schnell einstellen, was man braucht. Ja, dritter Kanal fehlt leider. Da ist die Taktik vielleicht ein bisschen besser, aber na gut, dabei ist dabei, ne? Besser als ohne. Machen wir erstmal die Karo schnell ab und dann gehen wir mal so ein bisschen ins Detail. Der Nightcrawler ist so ziemlich der letzte seiner Spezies, kann man sagen. So einen richtigen RTR-Comp-Crawler gibt es ja eigentlich keine mehr. Soweit ich weiß gar nicht, ob sie den noch herstellen, ich glaube nicht. RC4WD hat jetzt wieder ein Kit rausgebracht, aber halt RTR ist der Markt halt echt mau. Axiale XR10 gibt es ja schon Jahre nicht mehr, leider. Und ja. Machen wir erstmal die Karo und ziehen mir mal den Splint. Und ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Karo. Karo, ja, gut ausgeschnitten, die Kanten, gut gemacht, kann man nichts sagen. Schön bedruckt. Hier haben wir die Lightbar, die auch funktioniert, zeige ich euch dann aber noch. Die wird gehalten rechts und links mit zwei Karo-Splinten jeweils, das Lightbar befestigt, hier haben wir das Kabel, das steckt man dann in den Empfänger und gut ist. Ein paar nette Sticker sind drauf, hinten sind so Lüfter angedeutet, ein Renntank, Rücklichter. Ja. Design gefällt mir eigentlich ganz gut, dieses Digital-Camo finde ich recht geil, Rot ist auch so eine Farbe, die ich mag. Ja, passt. Macht ihren Job, hat aber auch nicht viel auszuhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Wollen wir jetzt mal beiseite, dass es nicht stört. Und kommen wir mal zum Chassis an sich. Erstmal machen wir den Lipo raus. Den habe ich beim Unboxing von Nathans Paket gar nicht gezeigt. Und zwar hat der Freak mir hier ernsthaft ein 2S 7000 mAh 30C von Diamond reingepackt. Jeder, der schon mal einen Scaler oder Crawler gefahren ist, weiß, 7000 mAh, damit fahre ich mit dem Teil 3 Wochen wahrscheinlich. Also schon ziemlich kranke Runtime. Gut. Elektronik. Wir haben ein, das weiß ich jetzt gar nicht, achso, ein 35 Turns Bürstenmotor. Muss ich nochmal nachschauen. Es ist nicht derselbe wie im Vaterra. Der ist ein bisschen anders. Ich vermute, das ist noch eine ältere Serie von Horizon. Servo ist ein Spektrum S605. Das soll ein High-Torque-Servo sein mit Metallgetriebe. Also so wie ich jetzt gefahren bin damit, habe ich war ich echt beeindruckt, wie die so sind, wie das Servo so ist. Also war echt gut. Also es hat immer geschafft, das Auto, also die die Räder zu bewegen. Regler ist der gleiche wie im Vaterra. Das ist so einer mit Jumper, wo man Lipo Cutoff und so einstellen kann. Ich schau gerade mal, was eingestellt ist. Eingestellt ist er im Crawler-Modus. Und auf Lipo Cutoff ist er gestellt. Auto ist komplett waterproof, also komplett wasserdicht, komplett. Der Empfänger angeblich wohl auch, aber sieht man eigentlich nicht so aus.
Gut, ich bin eh nicht so der Wasserfahrer, von daher ist mir das eigentlich ritzpups egal. Dämpfer sind komplett aus Aluminium, haben aber leider keine Rändelmutter, sondern wie bei den alten Kirschos, wo man hier so eine Muffel lösen muss, unterschieben und dann wieder festschrauben. Ja, Lenkung vorne aus Kunststoff, aber aus Heavy-Duty-Kunststoff, also das bewegt sich hier nicht. Was schön ist an dem Nightcrawler sind die dünnen Achsen, also extrem dünne Achsen. Diff-Cover extrem klein, weil hier läuft ein Wurmgetriebe lang oder Schneckengetriebe, je nachdem, wie man es sagen möchte. Dadurch ist es alles sehr schön klein gehalten. Felgen sind auch schön, wie ich finde, sind Kunststofffelgen, auch Kunststoffring, aber dreiteilige Beadlock-Felgen habe ich nämlich schon nachgeprüft. Dann ist das Lustige an dem Nightcrawler, deswegen heißt der auch Nightcrawler, der hat 4 LEDs, die auf die Achsen zeigen, dass man die Steine sieht. Finde ich ganz witzig. CVD-Wellen sind verbaut, was auch so ein bisschen eine Eigenart ist von dem. Hier ist der Motor, hier ist das Motorritzel, dann läuft das auf so ein Idler-Gear und dann erst zum Hauptzahnrad und dann schlussendlich halt zum Verteiler, Getriebe, was das nach vorne und hinten bewegt. Finde ich ganz cool. Ich habe mir jetzt auch ganz ehrlich noch nicht die Zeit genommen, um die Vorteile oder Nachteile von diesem Wurm- und Schneckenantrieb mir anzulesen, weil viele Autos haben das nicht, deswegen weiß ich das auch nicht. Werde ich aber dann wahrscheinlich irgendwann nachreichen. Spätestens, wenn wir das erste Mal was dran verändern oder was auch immer. Wie gesagt, der Regler ist ganz okay, mit dem bin ich zufrieden. Akkuschacht ist genau über dem Motor platziert. Somit ist der Schwerpunkt immer noch ziemlich weit unten, obwohl der Akku oben liegt. Wird man in der Praxis sehen, wie sich das verhält. Also die Verschränkung von dem ist ganz okay. Also geht vielleicht noch ein bisschen was, wenn man noch ein bisschen was am Setup ändert. Aber für so einen Comp-Crawler, also hier kann er komplett, steht er komplett auf der Felge und die Räder hinten sind halt noch unten. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall ein geiles Auto. Chassisart sind 2 Vertical Plates aus Aluminium. So viel eigentlich dazu. Groß gibt es da nicht viel zu sagen. Ich mache jetzt nochmal den Akku rein und zeige euch dann nochmal diese Sache, mit was ich gemeint habe mit den Steinen. Weil das ist echt cool gemacht. Zack, zack und zack. Machen wir die Karre auch gleich nochmal wieder mit drauf, dass ich euch das andere auch nochmal zeigen kann. Einen Moment. Und zwar muss ich erst hier das einstecken. So, zack. Zack, 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 zack. Okay, das Kabel hier ist ein bisschen hoch. Stopfen wir hier mal schnell rein. So, zack. Und fertig ist die Laube. So. Schön die Funke an. Und das Auto selbst. Und ihr seht. Oder auch nicht, jetzt seht ihr es. Die Leitbar leuchtet sogar relativ hell. Also hier, es wird noch mal ein bisschen heller, obwohl es hier schon extrem hell ist. Und jetzt kommt das Witzige. Könnt ihr sehen? Da. Da und hinten natürlich auch sind LEDs drunter, dass man sieht, was hier drunter vor sich geht. Das ist echt cool. Finde ich echt eine coole Nummer. So ein kleines Gimmick. Viele machen das ja wirklich, weil sie halt wirklich viel in der Nacht crawlen. Gerade im Winter ist das wahrscheinlich echt eine ganz coole Nummer. Ja, das war's dann soweit. Achso, Reifen. Oh, Mensch, Reifen habe ich ja komplett vergessen. Die Reifen sind Rocklaws von Losi. Die sind echt okay. Die Einlage ist so ein bisschen hart, finde ich.
Die werde ich auf jeden Fall mal aufmachen. Vielleicht mal sehen, wie weich der Gummi an sich ist. Vielleicht kann man die auch formless fahren, also ohne Einlage. Muss ich mal schauen. Aber an sich machen die einen griffigen Eindruck. Mal sehen, wie sie auf Steine sind. Hier im Park sind halt viele Steine, die aber nicht spitz, sondern rund sind. Das ist immer schwieriges Gelände, deswegen mal sehen, wie er sich so fährt. Jetzt brauchst du das Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.